Ein neues Video, meine Lieben, zum Thema Dschungelcamp 2024. Kim Virginia steht in der Kritik. Es gab ein sehr langes und ausführliches Statement von Tessa Bergmeier und sie ist nicht die Einzige, die einen bestimmten Sachverhalt an der Show kritisiert. Was genau der Punkt ist, darüber werden wir heute sprechen. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Daumen nach oben für ein neues Video zum Thema Dschungelcamp 2024. Es ist eine Thematik, die habe ich jetzt schon so vor ein paar Tagen mir mal vorgemerkt, dass ich sie mit euch bespreche. Und ich dachte, heute ist es einfach mal soweit. Reden wir mal drüber. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und gleich mal vorab, ja, so zu meiner Person, damit es gleich von Anfang an klargestellt ist, ich bin weder Veganer noch bin ich Vegetarier. Ich akzeptiere aber natürlich alle anderen Standpunkte und kann das trotzdem relativ normal, würde ich mal sagen, einschätzen, beurteilen, auch wenn es jetzt bestimmt wieder Leute gibt und sagen, Ramon, also du bist ja befangen, weil es geht ja um Kim Virginia und mit ihr hast du ja quasi eine Zusammenarbeit bezogen auf Dschungelcamp. Ich finde das immer, muss ich auch mal einleitend sagen, also ich kann verstehen, wenn man sagt, irgendwie man ist befangen, aber ich versuche das trotzdem immer, meine neutrale Position zu finden, so wie ich das jetzt in dem letzten Video gemacht habe, wo es auch um diese Aussagen Daria gegenüber Kim Virginia ging, wo ich dann so sagte, so hey, ist natürlich legitim, welche Position Kim Virginia da einnimmt, aber es ist natürlich dann trotzdem schwierig, wenn sie quasi das selber macht, was sie eigentlich kritisiert. Und so bin ich da eigentlich relativ entspannt an diese Sache rangegangen. Vorab ist es jetzt so, das hat hier Focus Online gepostet, dass die Tierschutzorganisation fordert, dass das Dschungelcamp vegan werden soll und RTL bekommt 100.000 Euro angeboten. Ich glaube jetzt nicht, dass das, also sagen wir es mal so, wenn irgendwann das Dschungelcamp vegan werden sollte, dann sicherlich jetzt nicht, weil eine Tierschutzorganisation ihnen 100.000 Euro anbietet, weil das einfach ein Tropfen auf dem heißen Stein ist im Verhältnis zu den Produktionskosten, die da existieren. Ne? So also 100.000 Euro sind viel Geld, aber jetzt mal bemessen an den Produktionskosten ist das natürlich gar nichts. Deswegen glaube ich das jetzt nicht. Da geht es auch ehrlich gesagt mehr darum, dass die fordern, dass es eine tierleidfreie Zone werden soll, ja, und somit quasi ein echtes Vorbild für das Millionenpublikum werden könnte. Das ist so ein bisschen die Kritik. Ich glaube, es geht jetzt hier nicht darum, dass man die Camp-Bewohner und Bewohnerinnen da drinnen quasi zwingen möchte, sich vegan zu ernähren oder sich vegetarisch zu ernähren, also von dem, was sie überhaupt bekommen. Ich glaube, das ist jetzt nicht der Punkt, sondern ich glaube, da geht es mehr um diese Essensprüfungen oder generell Prüfungen, sage ich jetzt mal, wo natürlich auch Tiere mit involviert sind und es dann am Ende des Tages um Tierleid geht. Und jetzt sprechen wir über eine Sache, die Tessa Bergmeier an Kim Virginia kritisiert hat. Und zwar hat sie einen Screenshot gepostet von einem Artikel und da hat Kim Virginia gesagt, dass sie quasi sich eigentlich vegetarisch ernährt, also dass sie Vegetarierin ist, aber darauf jetzt quasi verzichtet im Dschungel, weil sie ja keine Extrawurst möchte. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob das gut ist oder schlecht. Also, bevor wir jetzt auf diese Kritik von Tessa eingehen, würde ich jetzt sagen, also ich kenne viele Vegetarier und ich kenne keinen Vegetarier, der jetzt irgendwie sagen würde, ja, ich will jetzt keine Extrawurst und deswegen esse ich Fleisch. Also die Frage ist, was ist da jetzt die Motivation dahinter, dass man sich vegetarisch ernährt? Ist es jetzt aus gesundheitlichen Gründen? Ist es aus totaler Überzeugung? Ist es aus, weiß ich nicht, weil einem Fleisch als Beispiel nicht schmeckt? Ja, das weiß ich jetzt in dieser Situation. Ich habe mir nie darüber gesprochen, weil es für mich auch keine Relevanz hat, wie sie sich ernährt. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn dann jetzt irgendwie Leute sagen so, hä, was soll das denn? Ist sie gar keine echte Vegetarierin, weil sonst könnte sie sich ja nicht einfach so, na, mit einem Fingerschnipsen umentscheiden, ist am Ende ihr Ding. Ich bin jetzt jemand, ich würde immer für meine, ja, ich sag jetzt mal für meine Ansicht einstehen und da jetzt auch nicht irgendwie sagen, oh, ich mache es jetzt doch nicht, damit ich keine Extrawurst habe. Ich meine, es gibt ja immer Leute, die hier drin Veganer sind oder vegetarisch leben. Auf jeden Fall ist das natürlich ein gefundenes Fressen für Tessa Bergmeier und ich kann ihre Ansicht natürlich auch trotzdem teilweise verstehen, aber man muss natürlich auch immer sagen, dass das natürlich auch immer eine Sache der Position ist, ne? Also, oder wie man halt sein möchte. Auf jeden Fall hatte Tessa schon in ihre Story gepostet. Ich lese euch das mal vor.
Menschen, die vegetarisch leben, haben die beste Voraussetzung, irgendwann vegan zu leben. Denn es ist lange kein Geheimnis mehr, dass die Milchindustrie Arm in Arm geht mit der Fleischindustrie. Eine Kuh in der Milchindustrie muss ein Kalb bekommen, um Milch zu geben, denn sie ist Mutter. Aber sie wird nicht Mutter, wie wir uns das in unserer Bilderbuchfantasie vorstellen. Sie wird Mutter durch Menschenhandel. Wie erspare ich euch an dieser Stelle? Aber nennen wir es, wie es ist. Also wie die Umstände, ne? Habe ich jetzt, glaube ich, falsch, nicht falsch vorgelesen, dann einfach falsch betont, ja? Sie wird von einer anderen Spezies Ferge, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn sie dann ihr Neugeborenes auf die Welt gebracht hat, so wird ihr direkt nach der Geburt das Kalb genommen. Ihre verzweifelten Schreie nach ihrem Kind kann keiner hören, der einen Becher Joghurt kauft oder den Käse fürs Raclette, das Käsebrötchen auf dem Weg zum Bahnhof oder die Kuhmilch im Latte Macchiato. Auch sieht niemand das Neugeborenenkalb, wie es vor Angst zittert, die Welt nicht mehr versteht, seine Mutter nicht mehr sieht und riecht, ihre Mutter Milch nie bekommen wird und wie es verängstigt mit anderen Babys und Kindern in den Schlachthof gefahren wird, weil es männlich ist. Dies geschieht jeden Tag unzählige Male für die vegetarisch lebenden KonsumentInnen, die doch nur eines wollen, durch ihre Ernährungsweise keine Tiere essen. Kein Tier, das für sie leiden muss. Heutzutage gibt es unzählige leckere Alternativen zu Käse und auch Milch. Es gibt veganen Eierersatz in Form von Pulver. Es gibt Sahne ohne Mu. Und auch gibt es Rührei, wir nennen es Rührtofu. Es gibt Schwefelsalz, das schmeckt wie Ei. Und ja, es gibt auch Sprühsahne. Komm auch du auf die gerechte Seite, die der Zukunft, denn Tiere sind hier mit uns und nicht für uns. Es gibt mittlerweile so tolle Accounts im Netz, auch auf Instagram, mit Tipps für ein veganes Leben und wahnsinnig tolle Rezepte. Ich bin jetzt erstmal schon, ich fand das gerade sehr anstrengend für mich, weil ich jetzt, also ich habe das ehrlich gesagt alles nicht im Detail durchgelesen, sondern ich wollte auch so ein bisschen diesen Überraschungseffekt haben. Und ich dachte jetzt, sie geht erstmal auf ihren Positionswechsel ein und belehrt uns jetzt nicht über vegane Ernährung, weil Kim Virginia ja quasi keine Veganerin ist und das ja auch gar nicht Thema war, sondern ja der eigentliche Punkt der ist, zu sagen irgendwie, warum ernährt sie sich denn jetzt im Dschungel nicht mehr vegetarisch, wo sie doch angeblich Vegetarierin ist. Also es geht ja jetzt gar nicht darum, Kim Virginia zu bekehren, von der Vegetarierin zur Veganerin zu werden, sondern der eigentliche Fokus bei dieser Thematik, so habe ich das jedenfalls zu Beginn wahrgenommen, weil sie ja auch diesen Slide da gepostet hatte, war ja der, dass sie quasi ihre vegetarische Ernährung aufgegeben hat, um keine Extrawurst zu bekommen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt ist es ja so, dass das, was hier Tessa sagt mit alternativen Produkten, die es gibt, das ist ja alles richtig. Und ich glaube, das weiß Kim Virginia auch. Und ich bin mir auch sicher, dass Kim Virginia, aber auch das ist natürlich ihre freie Entscheidung, nach dem Dschungelcamp wieder vegetarisch leben wird. Wenn sie das nicht möchte, ist es auch okay, aber machen wir doch jetzt mal ganz kurz weiter. Denn die Tessa hat ja dann auch diese Story oder diesen Beitrag als Feedpost gepostet und es war dann auch irgendwie ein Artikel bei Bunte, wo es dann halt auch nochmal darum ging, dass ja die Tessa im letzten Jahr in der Staffel war und natürlich auch durch diese, also ich habe mich jetzt nicht angegriffen gefühlt und ich fühle mich dadurch auch nicht provoziert, aber es gibt ja Leute, die fühlen sich dadurch provoziert, egal in welche Richtung das jetzt geht. Ich glaube, das ist irgendwie auch so eine Krankheit unserer heutigen Zeit. Jeder ist immer sofort persönlich involviert und fühlt sich persönlich angegriffen und sie hat ja damit polarisiert. So, diesen Artikel erspare ich euch jetzt ehrlich gesagt mal an dieser Stelle. Das sind auch nur so ein paar Zeilen, weil wir alle wissen, wie das mit Tessa war. Ich gehe jetzt mal auf diesen Artikel ein, oder nicht auf diesen Artikel, sondern auf dieses Statement zum Artikel von Tessa Bergmeier. Denn so wie ich das jetzt hier überfliege, geht es jetzt in dem festen Beitrag mehr um diese Thematik, worum es hier eigentlich gehen sollte. Und zwar, super kalkuliert, Kim Virginia. Es ist schon richtig, man macht sich nicht beliebt, wenn man in Frage stellt, was der Großteil der Deutschen immer noch für normal hält. Wenn man appelliert
für tierleidfreie Alternativen und wenn man aufruft für Mitgefühl gegenüber Individuen, die unseren Schutz benötigen, wenn man aufklärt darüber, dass wir keine Tiere essen müssen und dass es eine Lüge ist einer milliardenschweren Industrie, dass wir ohne Fleisch nicht leben können. Ich verstehe diesen Punkt bezogen auf die Perspektive von Tessa, aber ich verstehe das überhaupt gar nicht im Zusammenhang mit Kim Virginia, weil Kim Virginia ist ja keine Aktivistin, weder eine vegane Aktivistin, noch ist sie eine vegetarische Aktivistin. Ich habe noch nie mitbekommen, dass sie sich quasi in diesem Zusammenhang aktivistisch irgendwo beteiligt. Sie hat einfach nur gesagt, sie ist Vegetarierin. Ich habe ja einleitend schon gesagt, dass ich nicht weiß, ob aus Überzeugung, weil es ihr nicht schmeckt, aus gesundheitlichen Gründen, also diesen Kontext. Wenn Tessa über sich selber sprechen würde, ja, aber das so ein bisschen mit ins Verhältnis zu setzen, finde ich schwierig, weil es ist ja nicht so, dass jetzt Kim Virginia gesagt hat, ich gehe jetzt in den Dschungel rein und werde meinen Aktivismus hinten anstellen, weil ich mich nicht unbeliebt machen will. Nein, sie hat einfach nur gesagt, sie möchte sich nicht vegetarisch ernähren, weil sie quasi keine Extrawurst will. Ich finde schon, dass sie das hätte machen können, wenn sie das möchte, aber es ist natürlich auch genauso legitim, die Entscheidung so zu treffen, wie sie es gemacht hat. Aber jetzt hier in irgendeiner Art und Weise da zu sagen, ja, jetzt klärt sie nicht auf, weil sie nicht unangenehm auffallen will, glaube ich, das wäre so oder so nicht passiert. Wir lesen mal weiter hier im Text. Man verdient sich kein Riesen-Following, indem man unbequeme Wahrheiten ausspricht, direkt und ungeschönt. Schon lange nicht als Frau, wenn man für sich einsteht und Gefühle zeigt, gilt man als schwierig und zickig und zu nervig. Als Frau muss man ohnehin schon viel mehr kämpfen, um zu gefallen. Viel mehr Plastik, viel mehr Make-up und viel mehr Lächeln. Auch wenn es etwas unbequem und übergriffig ist, einfach liebnicken. Aber ich möchte nicht bequem sein, ich muss nicht gefallen. Und wenn die ganze Welt gegen mich wäre, ich wäre fein mit mir. Ich finde, dass das ein total guter und legitimer Ansatz ist, weil ich auch immer sage so, hey, ich muss nicht anderen Leuten gefallen und ich finde das, auch wenn Tessa als Beispiel eine Überzeugung hat, finde ich das auch gut, wenn sie für sich und dafür einsteht. Ich finde das halt aber dann irgendwie auch wichtig, wenn man dann akzeptiert, dass andere Menschen das halt irgendwie anders leben wollen, ja, und dann finde ich es maximal anstrengend, wenn man dann immer irgendwie versucht, die andere Person permanent in ihrer Lebensweise zu belehren und permanent quasi mit dem erhobenen Zeigefinger durchs Leben zu gehen. Das finde ich sehr anstrengend, was aber nicht heißt, dass man auch nicht gleichzeitig darüber aufklären kann. Aber man kann auch aufklären, ohne immer quasi dieses von oben herab. Und ich verstehe jetzt trotzdem nicht, was das jetzt mit der Entscheidung von Kim Virginia insofern zu tun hat, weil ja Kim Virginia trotzdem nach wie vor nie einen aktivistischen Ansatz verfolgt hat. Weder vor dem Dschungelcamp. Und ich glaube, es wird auch nach dem Dschungelcamp nicht passieren. Deswegen verstehe ich diese Message jetzt nicht so nach dem Motto, ja, ich beziehe mich jetzt auf eine Entscheidung von einer Kandidatin, aber drehe die Geschichte dann so rum, dass sie eigentlich mehr auf mich passt und gar nicht auf die Sache, die da entschieden wurde. Weil ich für meine Werte einstehe und diese sind voller Mitgefühl und dem Wohlwollen für uns alle. In Klammern, ich meine jedes beseelte Individuum. Auf diesem wundervollen Planeten, den wir Erde nennen. Ich bin gespannt, ob man Kim im Dschungel vielleicht nicht einfach was Veganes vorsetzt und sie sich nicht selbst zwingen muss auf ihre Prinzipien zu Punkt, Punkt, Punkt. Ich wünsche es ihr zumindest. Also, nochmal, ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise ein Thema gewesen wäre, warum sich jetzt Kim Virginia als Beispiel vegetarisch ernährt oder nicht. Also ich kenne so viele Leute, die Vegetarier sind, ja, Konrad zum Beispiel auch schon ein Leben lang. Ich kenne jetzt niemanden, der vegan ist, aber das ist ja jetzt kein Maßstab. Aber Fakt ist, gehen wir nochmal kurz auf diese Thematik zurück, die ja ursprüngliches Thema war. Also selbst wenn jetzt Kim Virginia vegetarisch in dieses Camp gegangen wäre, es hätte doch keinen Menschen interessiert. Also, und das meine ich jetzt weder positiv noch negativ. Sie ist Vegetarierin, wie viele andere schon vorher auch im Camp. That's it. Worüber reden wir hier? Hier wird ja so getan, als ob das ein großes Thema ist, wenn jemand da drin sagt, hey, ich bin Vegetarier, weil ich möchte kein Fleisch essen. Diese Debatte habe ich noch nie erlebt. Also jedenfalls nicht,
nicht, wenn man nicht aktivistisch unterwegs ist. Wenn du natürlich Aktivismus betreibst und das natürlich auch mit einer gewissen Lautstärke machst, zum Beispiel auf veganer Ebene, wie das jetzt Tesla gemacht hat, dann ist es natürlich klar, dass das irgendwie auch Anknüpfungspunkte sind, weil wenn du es immer wieder thematisierst und ne, dann entsteht natürlich eine Diskussion einfach, das bringt Themen mit sich, die man thematisiert. Aber wenn jetzt Kim Virginia da reingegangen wäre und hätte gesagt, ach, ich esse kein Fleisch, so, hä? Hätte doch keinen Menschen interessiert, wäre gar kein Thema gewesen. Naja, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Mich würde auch mal interessieren, ob ihr Veganer seid, ob ihr Vegetarier seid oder ob ihr generell irgendwie eine bestimmte Ernährungsform habt, wo ihr so sagt, das ist jetzt für euch irgendwie die beste Option. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ich glaube, er hier fand es heute nicht so spannend, denn Luca, du schläfst heute ein bisschen, ja, mein Kleiner. Und dann war es das erstmal an dieser Stelle von meiner Seite. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal.